schönen guten Morgen zu Tag 7 meiner PCT-Wanderung. Insgesamt ist es Tag 34. Es war eine windstille Nacht. Es war eine sehr angenehme, warme Nacht. Ich habe so gut geschlafen wie noch nie auf dem Trail. Und jetzt geht's erstmal los. Die ersten Meilen machen. Drüben auf dem Sattel haben wir heute Nacht gezeltet. Jetzt einmal hier so rum und hier weiter. Es könnte ein Bärenhaufen sein. Das ist Pascal aus Frankreich. Der hat mit mir heute Nacht gezeltet und der geht jetzt noch ein Stück weiter und macht dann nachher irgendwann seine Mittagspause. Aber für mich war es jetzt Zeit, nochmal vor dem Anstieg, der jetzt gleich folgt, nochmal Kraft zu tanken, mal ein bisschen auszuruhen und dann geht's weiter. Pascal hat mir meine Halterung fürs Handy, was ich verloren habe, unterwegs wieder mitgebracht. Total cool. Chimney Creek Road. Dort, wo die Biker durchgekommen sind heute. Und weiter geht's hier auf dem Pacific Crest. So, die nächste Bärenkacke. Da unten ist der Chimney Campground. Sogar ja mit einer Pit-Toilet. Aber für mich geht es hier weiter. Es ist ja jetzt erstmal um ca. 11 und es ist schon ordentlich heiß. Ab und zu gibt es hier mal noch Schatten durch die Bäume. Ich gebe mir Mühe, ja, so schnell wie möglich diesen Anstieg dann hinter mich zu bringen, um dann quasi nur noch nach Kennedy Meadows abzusteigen. Also es ist der letzte Anstieg vor Kennedy Meadows. Und ich habe mich schon mit dem Pascal verabredet heute Abend zum Zelten und da werden wir den Abend zusammen verbringen. Die 10 Meilen habe ich gerade geknackt und bei der nächsten Wasserquelle werde ich mir noch mal ein bisschen kaltes Wasser abfüllen, ein bisschen Magnesium reinmachen, damit der Körper ein bisschen was kriegt und dann schauen wir mal, wie weit es noch bis zum Gipfel ist. So, jetzt habe ich gerade noch mal auf die Navigations-App Fahrrad geguckt und habe leider feststellen müssen, dass es kein 2-Meilen-Anstieg ist, sondern von jetzt an noch 4,5 Meilen. Ziel ist jetzt, die nächste Wasserquelle mitzunehmen, voll zu machen, weil danach die eingezeichnete Wasserquelle ist wohl erst in 10 Meilen und auf alles andere kann man sich hier nicht verlassen. Es ist einfach zu heiß. Also mache ich da nochmal voll mit 3,5 Liter ungefähr und muss das Wasser reichen bis zur nächsten Wasserquelle. So, da bin ich gekommen.
So, ich habe gerade noch mal eine kleine Pause gemacht mit dem Hiker aus Frankreich, Pascal. Sein Trailname ist okay. Nachdem es heute Morgen so schön durch Wald ging, ist das hier eine trostlose Einöde. Überall tote Bäume. So, bei 2357 Metern circa überqueren wir so ein Restschneefeld. Ist noch ordentlich tief der Schnee, aber es ist nur ein kurzes Stück. Jetzt, da brauchen wir noch keine Microspikes. So, jetzt kommt ein etwas größeres Schneefeld, aber es ist schon noch ordentlich Schnee. So, und jetzt kommt einer dieser Wow-Effekte, wenn man über so einen Bergkamm drüber geht. Die High Sierra. Unglaublich. Pascal. Und da oben sind wir abgestiegen. So, das Ziel vor Augen, da hinten am Fluss, ist unsere Campsite. Ein bisschen mehr als noch eine Meile und dann reicht es so. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Da hinten irgendwo ist dann die Campsite. Da ist der Pascal aus Frankreich schon am entweder Wasserfilter oder Zelt aufbauen. Ich glaube, er baut gerade sein Zelt auf. Und ich werde gleich dazu stoßen und dort mit campen. Ansonsten, die Landschaft ist natürlich hier unten wieder der Hammer, nachdem es jetzt natürlich mehrere Stunden langweilig war. Weil wir sind jetzt hier durch so eine Burn Area gelaufen. Hier waren überall umgestürzte Bäume, alles kahl, alles karg. Ja, morgen geht es dann, wie gesagt, nach Kennedy Meadows. Da freue ich mich schon drauf. So, die letzten Meter vor der Campsite. Und dann reicht es auch für heute. So, hier in dem kleinen Bach haben wir uns ein bisschen frisch gemacht und ein bisschen Wasser entnommen. Für das Abendessen.